Hier zeigen wir dir, wie du Puffmais oder Popcornmais aussiehst. Puffmais kannst du im Hochbeet und im Garten aussehen. Auf den Rückseiten unserer Saatguttütchen erfährst du, wie tief du das Saatgut aussäst und wie groß der Endabstand zwischen den Pflanzen bei der Ernte sein sollte. Ziehe eine ca. 5 bis 10 cm tiefe Furche in die Erde und drücke die Maiskörner etwa 2 bis 3 cm tief hinein, ungefähr in einem Abstand von jeweils 30 cm zueinander. Damit du auch später weißt, was du wo gesät hast, beschrifte die Reihe oder Aussaatstelle. Jetzt kannst du entweder auf den nächsten Regen warten oder vorsichtig mit der Brause wässern, um die Keimung zu beschleunigen. Wenn das Saatgut anfängt zu keimen, darf es nicht mehr austrocknen. Achte daher darauf, dass die Erde dann immer leicht feucht bleibt. Das Projekt Black Turtle – Alte Sorten für junges Gemüse wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit in Kooperation mit dem BUND.